Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute wollen wir uns mit Exceptions auseinandersetzen. Und Exceptions sind was, da freuen sich manche Leute megamäßig drüber. Andere sagen, oh mein Gott, Exceptions, ich hasse die Dinger. Was eigentlich Exceptions sind, sind Fehler. Und zwar Fehler, die zur Laufzeit entstehen. Das heißt, man hat sozusagen einen Fehler und wenn man dann eben einen Fehler hat, dann muss man irgendwie drauf reagieren. So, ich habe hier schon mal ein bisschen was für euch vorbereitet. Wir werden uns auch noch mit Exception-Driven Programming beschäftigen, aber das machen wir nicht heute. Wir wollen uns heute erstmal mit den normalen Exceptions beschäftigen. So, was ist das jetzt also hier? Wir haben ein Array erstellt, das zwei Zahlen beinhaltet und dann haben wir plötzlich die zweite Zahl ausgegeben. Da sollten bei jedem von euch die Alarmglocken läuten. Man sollte niemals 2 ausgeben, wenn man nur 2 Elemente drin hat, denn es gibt nur 0 und es gibt 1. Wenn ich jetzt hier versuche, 2 auszugeben, dann wirft mir das eine Exception. Eine Exception in dem Sinne, dass wir ein Array oder List-Index out of bound oder sowas haben und dass dieses Element nicht mehr in meiner Liste bzw. meinem Array drin ist. Und das heißt, es ist einfach ja nicht mehr vorhanden und deswegen versuche ich irgendwas auszugeben, was es gar nicht gibt. Also kriege ich einen Fehler bzw. ich versuche sogar auf was zuzugreifen, was es nicht gibt. Also kriege ich einen Fehler und diesen Fehler nennt man Exception. Ja, und Exceptions kann man abfangen, man kann sie aber auch einfach durchgehen lassen. Und was dann passiert ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch irgendwie ein Print Hallo oder sowas habe, dann wird mein Programm einfach terminiert, weil hier ist ja irgendwas richtig heftig schief gegangen. Es wird terminiert und mein Programm bricht ab. Das ist natürlich was, was man eigentlich nicht haben möchte. Werdet ihr auch schon mal in irgendeinem anderen Programm bekommen haben. Das heißt, ihr werdet vielleicht irgendwann mal irgendwas bedient haben, irgendein normales Programm, einfach auf dem PC und dann ist es einfach abgeschmiert und hat euch eine Fehlermeldung geworfen und das war dann eine sogenannte Exception, die nicht abgefangen wurde. Ja, und das ist immer so der Hauptgrund, warum irgendwie ein Programm abstürzt, wenn irgendwie eine Exception geworfen wird. Klar, es hat einen Grund, dass die Exception geworfen wird. Ich meine, hier gibt's auch diesen Array-Index überhaupt nicht. Das heißt, es fliegt nicht ohne Grund irgendwie eine Exception. Aber man kann mit Exceptions umgehen und das heißt, man kann sie abfangen und dazu gibt es eben Try und es gibt Catch. Das heißt, man probiert was aus und man probiert hier zum Beispiel eben dieses Array, also an der Stelle 2, die es ja nicht mehr gibt, auszuführen bzw. auszugeben. Man führt diese Zeile Code aus und falls eine Exception auftritt, dann landet man in der sogenannten Catch-Zeile. Und dazu gleich noch mehr. Wenn hier kein Fehler auftritt, dann wird Catch einfach völlig ignoriert und es wird hier unten normal weitergemacht. Das heißt, wir haben hier sozusagen die Möglichkeit, wenn ein Fehler auftritt, dann mach was mit diesem Fehler und danach führ aber trotzdem weiter dein Programm aus. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil so können wir unser Programm trotzdem weiter ausführen lassen und einfach vielleicht Funktionen, die abstürzen oder sowas, können wir einfach sagen, fangen wir halt diese Exception auf und danach führt sich unser Code aber trotzdem weiter aus. Also denkt vielleicht einfach mal so weit, ihr habt irgendwie eine grafische Anwendung erstellt und man hat mehrere Buttons zur Auswahl, aber manche der Buttons sind halt noch nicht fertig programmiert. Das kommt vor, das nennt sich dann Beta. Und davon habt ihr wahrscheinlich vor allem in Spielen momentan relativ viele. Und dann gibt's sogar noch die Alpha, die liegt vor der Beta. Und die kriegt man mittlerweile auch vorgesetzt in der Spieleindustrie. Und ja, die sind tatsächlich alle noch nicht fertig. Und wenn dann einfach eine Funktion nicht funktioniert, dann probiert man sie halt einfach aus. Also man probiert, ob sowas funktioniert. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann habe ich die Funktion halt noch nicht implementiert, also sprich noch nicht programmiert und kann hier einfach den Fehler auffangen und mein Programm läuft aber trotzdem weiter. Das heißt, manche Sachen sind einfach nicht möglich, wie zum Beispiel Springen oder sowas ist dann halt einfach noch nicht möglich, weil wir noch nicht so weit sind, aber alles andere geht. Das heißt, wenn man Springen drückt, dann wird einfach eine Exception geworfen, die wird aufgefangen und gut ist. Ja, und dann kann man hier zum Beispiel ausgeben, indem man einfach sagt Print und dann Exception oder sowas. So, und jetzt muss man natürlich hier noch ein bisschen mehr machen, als nur hier eine Exception zu oder generell ein Catch zu machen. Sondern das hier, was ich gerade gemacht habe, wird Gotta Catch 'em All oder Pokémon-Taktik genannt. Das heißt, wir haben hier alle Exceptions gefangen oder was man normalerweise schreibt, Exception E. Das bedeutet, wir haben dann hier einfach jegliche Exception E gefangen. Es gibt aber Typen von Exceptions und diese Typen von Exceptions, die sind eigentlich meistens relativ einleuchtend. In unserem Fall wäre das Array out of bounds
Das ist jetzt wieder mal ein Java-eigenes Ding, weil andere Sprachen wie zum Beispiel C oder C++ erlauben euch den Zugriff auf Arrays außerhalb und haben dann ein sogenanntes nicht definiertes Behavior beziehungsweise ein undefiniertes Verhalten. Das heißt, da kann irgendwas passieren, muss aber nicht irgendwas Schlimmes sein. Aber zum Beispiel Python auf eine Liste kann ich eigentlich, naja, egal. Auf jeden Fall, es gibt solche Fehler, das, wie gesagt, das führt jetzt hier zu nichts, wenn ich da euch alle irgendwie aufzähle, sondern da werdet ihr einfach merken, okay, die Funktion oder der Zugriff auf Arrays, der kann mir ein Array out of bounds werfen oder der Zugriff auf irgendeine Datei, sagen wir mal, die Datei existiert halt einfach nicht, dann gibt es sowas wie eine File Not Found Exception. Und ja, das ist natürlich dann eine andere Exception. Jetzt kann ich aber natürlich auch mehrere Fehler haben, wie zum Beispiel eine IO-Exception. Vor allem bei Dateien ist das so. Eine IO-Exception kann ich haben, wenn ich zum Beispiel einfach gerade nicht schreiben darf oder die Datei irgendwie korrupt ist oder gerade irgendwo anders benutzt wird oder sowas. Während eine File-Not-Found-Exception heißt natürlich, dass ich die Datei nicht gefunden habe. Und dann kann ich hier natürlich auch noch irgendwie besondere Informationen über dieses E mitliefern. Wie zum Beispiel e.getMessage oder sowas. Also das ist dann wieder eine Instanz von eben IOException und IOException ist eine Unterklasse von Exception normalerweise. Das ist jetzt aber wieder objektorientiert, das muss nicht so sein. In anderen Sprachen sieht das dann wieder völlig anders aus. Und oftmals wird einfach hier gesagt, okay, ich fange einfach alle Exceptions ab. Das heißt, ich sage hier Exception e oder man muss tatsächlich nicht mal das hier angeben, man sagt einfach nur, ich habe eine Exception zur Verfügung, die nennt sich dann von mir aus E und gebe dann noch E aus und gebe Exception aus oder sowas. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich von Sprache zu Sprache. Was sich nicht unterscheidet, ist dieses Try und Catch. Das gibt's wirklich eigentlich fast überall, zumindest überall, wo es Exceptions gibt, gibt's auch Try und Catch. Und Try, wie gesagt, führt was aus und wenn eine Exception auftritt, dann wird in den Catch-Block gegangen und danach gehen wir eben ins Hallo oder führen unseren normalen Code wieder normal weiter aus. Das heißt aber für euch, im Catch-Block werdet ihr irgendwas machen müssen, um zum Beispiel irgendwas wieder richtig zu stellen. Sowas wie eine Funktion aufrufen, die dann irgendwelche Variablen richtig setzt, falls irgendwas schiefgelaufen ist und also Catch wird wirklich nur ausgeführt, wenn was schiefgelaufen ist. Jetzt möchte ich euch aber kurz noch einen dritten Block vorstellen und zwar den Finally-Block. Und zwar Finally ist was, was wieder nicht für jede Programmiersprache verfügbar ist, das heißt nur manche Sprachen haben es, aber es hat durchaus seinen Sinn, hier so ein Finally zu haben. So. Und zwar manchmal habe ich zum Beispiel hier irgendwie einen Dateizugriff. Dateizugriffe werden wir im nächsten oder übernächsten Video irgendwie behandeln. Habe irgendwie eine Datei, die ich mir erstelle oder die ich halt eben lese. Und dabei kann, wie ihr jetzt schon erfahren habt, irgendwie die Datei nicht gefunden werden. Oder es kann eine IO-Exception oder sowas geben. Und was ich dann machen muss, ist, ich muss natürlich erstmal diese Exception catchen. Aber in jedem Fall wird hier irgendwas mit dieser Datei gemacht werden. Und was jetzt dann aber jedes Mal gemacht werden muss, egal wann der Fehler auftritt und egal ob dieser Fehler auftritt, das heißt auch bei erfolgreichem Ausführen muss ich hier unten einmal zum Beispiel die Datei wieder schließen. Und das kann ich natürlich nur hier drin machen, denn diese Variable f, die existiert nur innerhalb meines Try-Blocks und der kann ja jederzeit unterbrochen werden durch irgendeine Exception, also zum Beispiel mein Catch. Und deswegen hat man sich gedacht, okay, man braucht noch irgendwie was zum Aufräumen für eben genau solche Dateien wieder schließen Dingern. Hierbei kann übrigens auch wieder eine Exception geworfen werden, also seid da vorsichtig. Das heißt, ihr braucht im Finally ein Try und ein Catch, aber kein Finally mehr. Aber das nur am Rande. Genau, und deswegen dieses Finally wird in jedem Fall ausgeführt, egal ob das Try durchläuft ohne Exception oder ob das Try eine Exception wirft und Catch ausgeführt wird. Aber in jedem Fall wird danach Finally ausgeführt und wir haben hier immer noch alle Variablen von unserem Try zur Verfügung und können hier dann zum Beispiel eben auch wieder F schließen, während hier unten ist F einfach out of scope. Das heißt, es ist einfach nicht mehr verfügbar, weil wir haben es ja nur hier drin erstellt und da unten existiert die Variable f überhaupt nicht mehr. Und wenn wir zum Beispiel jetzt sagen würden, wir erstellen f hier oben und schließen es erst hier unten, naja gut, f ist dann zum Beispiel hier unten null und dann kommt hier auch wieder ein Fehler bei raus oder sowas und das wäre natürlich dann auch doof. Deswegen dachte man sich, Mensch, finally easy going und ja, deswegen gibt's das auch. Gut.
Das war's zunächst einmal mit Exceptions. Wir werden natürlich noch mehr dazu machen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.